Bin gespannt. So, ich pflück mal hier ein bisschen Unkraut noch weg. Nicht, dass diesmal meine Blumen überwuchert oder so. Muss ich die jetzt gießen? Wahrscheinlich sollte ich die gießen. Wäre wahrscheinlich eine gute Idee. Dann müssen wir uns aber erst eine Gießkanne machen. Ach ja, Moment, ich habe doch den... Genau, die Behelfswerkbank. Die stellen wir uns hier noch irgendwo auf. Was haben wir die denn? Tada! Ob die auch kaputt geht, wenn man die zu oft benutzt jetzt? Oder warum ist die nur eine Behelfswerkbank? Ah, für eine Gießkanne bräuchten wir mehr Weichholz. Aber ich glaube, ich kann bei Nuke eine kaufen. Ich habe doch noch irgendwas, was ich reinstellen wollte ins Haus, ins Zelt. Schauen wir da mal. Durch Gießen wachsen die schneller. Ah ja, gut. Könnte man machen. Oh, es ist schon so eng hier drin. Ich weiß gar nicht mehr. Naja, ich muss dringend mein Haus ausbauen, habe ich das Gefühl. Mal schauen, ob das Flaschenschiff und die Kellerassel noch Platz haben. Warte mal, kann ich vielleicht die Kellerasseln auf den Schmetterling stapeln? Das könnte sein, das wäre gut. Nein, das geht nicht. Vielleicht kann ich die dann wirklich da hinten... Ah, nicht reingehen. Nach hinten noch rein stopfen. Nicht präsentieren. Ja, eine schöne Kellerassel hast du da. Aber jetzt hast du dich wieder falsch ausgerichtet. Ja, das funktioniert, immerhin. Und dann stelle ich jetzt hier noch... Oh Gott, ist das eng hier. Aber gut, dann stelle ich jetzt hier noch irgendwo das Flaschenschiff auf. Ich könnte auch was rausstellen eigentlich, ne? Weil ich will das in der Wohnung haben alles. Da, schön. Wollt die Switch denn den Strom her? Ich schätze, der Akku ist sehr, sehr voll. Der hält Jahre. Wahrscheinlich. Soll ich die Bäume auch mal gießen? Vielleicht hilft das auch bei Bäumen, oder? Könnte man machen. Ich glaube, ich mache das mal. Dann verkaufe ich mal das Unkraut, das ich jetzt so aufgelesen habe die letzte Zeit. Kauf mir eine Gießkanne. Gieß alles. Und dann, glaube ich... machen wir eine Animal Crossing Pause und spielen mal was anderes. Bis Mitternacht. Mitternacht ist ziemlich sicher wieder Animal Crossing Zeit. Schon alleine, weil man möglicherweise und wahrscheinlich sogar nachts andere Tiere finden kann. Andere Fische, andere Käfer. Und weil nachts... Nee, ich glaube, das ist der einzige Grund. Ach so, nee, weil der nächste Tag beginnt. Ja, genau. Ja, das ist auch ein guter Grund. Auf dem Holzweg. Ressourcen wie Holz sind die Grundlage der Wirtschaft. Dann nehmen wir unsere Belohnung fürs Holzhacken. Und unser erstes Design. Ich wollte eigentlich noch ein Landsquid zeichnen, ne? Aber das ist unmöglich. Also vor allem... Das müsste... Oh, man könnte natürlich Riesengemälde machen mit mehreren Bildern aneinandergereiht. Nee, das ist aber eine blöde Idee. Da müsste ich erst irgendwie einen gepixelten Landsquid haben, damit ich den übertragen kann. Ich habe mal versucht, einen Landsquid zu pixeln. Das ist sehr schwierig. Oh, okay, doch, wartet mal ganz kurz. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich den noch habe, das Bild, das ich da gepixelt habe. Ich würde versuchen, das hier zu übertragen, weil durch diesen komischen Weichzeichnungseffekt sieht das dann vielleicht sogar irgendwie cool aus. Mal schauen. Würde mich interessieren. Ich hoffe, ich habe das noch irgendwo. Lass mich mal kurz gucken auf meinem Desktop hier. In meinen Ordnern. Bilder. Landsquid Birdrider Bilder. Ah ja. Ist ja nicht wunderschön? Ich habe getan, was ich konnte. Ich finde, das ist gar nicht so schlecht. Zeichne am besten vor der dritten Kaffeekanne, sonst wird's wackelig. Ja, eben, genau. Du
Du könntest dein Bild auf 32 Pixel skalieren in GIMP oder so. Das ist auch eine Idee. Ich werde jetzt mal den da so ein bisschen nachzeichnen. Mal schauen. Bin gespannt, was das wird, wenn es fertig ist. Ich wirklich, das machen wir jetzt. Ja, ist doch wunderbar. Und man kann es ja dann noch feintunen. Je länger ich den anschaue, desto besser gefällt er mir, ehrlich gesagt. Ich finde, das ist super. I like it. Man muss nur schauen, ob das dann auch auf dem Gemälde erkennbar ist. Und wie gesagt, ein bisschen verschönern kann man ihn nur, dass die Größenverhältnisse ein bisschen stimmen. Das ist eine ganz gute Vorlage hier eigentlich, die ich hier mal zusammen gebastelt habe. So, Moment. Ungefähr so sein. Der Flügel ist komisch, den mache ich glaube ich anders hier. Deswegen werde ich jetzt hier das gleich mal komplett schwarz weitermachen. Aber erstmal. So, das kann man jetzt schon mal ziemlich schwarz ausmalen, weil den orangen Flügel, den werde ich irgendwie noch anders machen. Machen wir erstmal nur den Körper vom Hahn in schwarz. So ungefähr. Wie gesagt, das wird alles fein getunt. Wird schon. Nutzt doch die Druckermethode. Zeile für Zeile abdrucken. Ja, ich glaube, dass das sogar so. Komme ich gerade besser klar damit. Das könnte ganz gut die helle Unterseite sein. So. Ja, es passt von der Farbe her. Happy Little Land Squid. Jetzt machen wir eine Bob Ross-Folge, einen Bob Ross-Stream. Hier haben wir die Innenseiten des Land Squid. Kleine Tentakel, damit er greifen kann. Seine Lieben und das Leben in vollen Zügen genießen. Da. Schöne Tentakelärmchen. Nicht zu weit auseinander, schön aneinander platziert. Okay, machen wir so. Ah, rückgängig. Danke. Ah ja, gut, dann mache ich gleich das Schwert, glaube ich. Ah, jetzt haben wir kein helles Grau. I don't like this. Aber entweder mache ich, da machen wir dann eh irgendeinen Hintergrund noch. Das müssen wir mal schauen dann. Oder ich mache es in dem gleichen Grauton. Warum nicht? Erstmal zumindest. Genau, und da haben wir einen weiteren Tentakel für den wundervollen Squid hier. Eigentlich wickelt der ja seine Hand so ein bisschen ums Schwert. Vielleicht kann man das so ein bisschen simulieren. Naja. Ein bisschen. Warum nicht? Die Lonely Little Cloud. Wir müssen dann noch einen großen Baum im Vordergrund zeichnen, natürlich hier. The Big Old Tree. Der viel gesehen hat in seinem langen Leben. Das darf natürlich nicht fehlen am Schluss. Aber jetzt erstmal
Mehr Tentakel-Power. Na, Moment, die stimmt jetzt nicht. Jetzt wird's unübersichtlich. Verdammt. Wo ist jetzt hier? Was ist jetzt hier los? Ich glaube, hier ist quasi dann der Grid-Körper. Genau. Oh Gott. Ach, das stimmt schon. Das Auge muss ich nachher reinzeichnen. Das passt schon. Ah, ich wünschte, in dem Bild hätte ich ein Raster. Das wird so viel leichter machen. Okay, aber ich glaube, das passt. Das kommt auch ganz gut hin. Das ist in Ordnung. Das nehmen wir. Aber die Schwertgriffe, die sehen in dieser weich gezeichneten Version auf dem Gemälde nicht gut aus. Die müssen wir noch bearbeiten. Überarbeiten. Nehmen wir mal die orangene Hahnenfarbe. Aber das mache ich jetzt noch schwarz im Grunde, ne? Irgendwie habe ich den Tentakel, glaube ich, ein bisschen versetzt hier gemalt. Das ist eigentlich auch nicht schlimm. Aber hier nehmen wir dann orangene Farbe für das Kopfteil. Der Hahnkopf ist ein bisschen zu lang auf meinem gepixelten Bild. Den machen wir hier ein bisschen kürzer, glaube ich. Hier kommt noch einmal Tentakel rumgewickelt. Der Kamm ist auch rot, nicht, dass wir da... Ja, passt schon. Finde cool. Ich hoffe, man hört es im Stream überhaupt, dass da so ganz leise die Musik von Tom Nooks Laden noch läuft im Hintergrund. Und das ist wirklich so Fahrstuhlmusik gerade. Jetzt ist der Schwertgriff da, wo ich gern das Auge hätte. Das ist natürlich skandalös. Dammit. Wie machen wir jetzt das Auge? Ah, Overkill! Danke fürs Followen. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo. Wo machen wir jetzt das Auge hin? Oder muss ich das Schwert, die Tentakel verlängern? Aber dann geht das Tentakel in den Kopf über. Das ist auch schwierig. Und so tief, wenn das Auge sitzt, ist auch doof. Aber wenn wir jetzt hier mal die Pupille hinmachen, nee, das geht schon nicht. Na gut, wartet mal. Da müssen wir vielleicht den Kopf ein bisschen erweitern. Ha, sieht auf dem Bild echt nicht gut aus. Verdammt. Oh. Guck mal hier, schneidet der jetzt komplett das Schwert ab irgendwie in dem weich gewaschenen Bild. Ja, ich verstehe schon. The Cluedo hat vorher schon gemeint, dass das das Pixeln ein bisschen erschwert. Das ist auf jeden Fall so jetzt hier. Es ist aber kein... Es ist ein guter Anfang, was wir hier haben, würde ich sagen. Aber es ist noch nicht perfekt. Ganz und gar nicht. Nee, das muss ich wieder rückgängig machen. Das ist zu viel. Zu viel Saugnapf-Unterseite. Zu wenig Tentakel. Muss eher wirklich ein bisschen danach zeichnen, wie es unten aussieht und nicht so sehr, wie es gepixelt aussieht, wie es auf dem Gemälde aussieht. Darum geht es in erster Linie. Das heißt, ich muss eigentlich
Ja, genau, stimmt. Da kann man dann doch andere Sachen machen. Da muss man einfach ein bisschen umplanen. Das Auge zum Beispiel. Na, rund wird's nicht. Nee, runder wird's irgendwie nicht. Aber gut. Nee, das ist zu viel. Ah, aber das ist schon interessant. Wenn ich auf das Vorschaubild schaue, ist das schon ganz anders alles. Jetzt sieht es eher aus, als wäre es so eine gehörnte Krone oder so. Also so Teufelshörner. Ha, naja. Sieht eigentlich voll okay aus. Ja, ich finde es auch okay. Also irgendwie ist jetzt der Körper des Landsquids zu weit vorne. Ich müsste den jetzt komplett nach hinten rücken. Oder den Hahn ein bisschen. Ich glaube, das wäre leichter, den Hahn ein bisschen weiter nach vorn zu verlegen. Aber grundsätzlich finde ich es jetzt auch nicht schlimm. Nicht schlecht. Aber der Hahnenkopf muss, glaube ich, ein bisschen weiter weg nochmal platziert werden. Der ist zu nah am Squid. Machen wir den Tentakel auch nochmal weg und verlegen den Kopf vielleicht auch steiler nach vorne. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir das so machen. Wartet mal. Tentakel können wir nachher nochmal rumwickeln um den Kopf. Den Hals. Moment. Sieht jetzt ein bisschen nicht so gut aus. Da muss doch das Orange weiter nach unten schon. Gerade ein bisschen aus wie eine Ente oder irgendwas, aber kein Hahn. So, jetzt ist es ein Hahn. Naja, ich weiß nicht, ich bin auch nicht zufrieden damit, aber es könnte schlimmer sein. Es könnte schlimmer sein. Ich glaube, das muss man noch ein bisschen feintunen, aber das könnte sogar einigermaßen okay werden, finde ich. Oder habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf, hier noch ewig fein zu tunen? Aber grundsätzlich glaube ich, ah hier, das sieht wieder, das ist echt komisch manchmal. Der verbindet manchmal auf komische Art und Weise die einzelnen Pixel miteinander. Das erzeugt dann teilweise komische Übergänge, die man so gar nicht haben will. Ja, okay, das Schild im Hintergrund wäre noch gut, wenn wir das noch einigermaßen hinkriegen. Ah, guck, da macht er komische Verbindungen mit dem Schwert im Hintergrund, wenn ich das so mache. So auch. So nicht. Dann muss das Schild im Grunde fast so aussehen.
Und das sieht jetzt natürlich aus, als würde der Tentakel hier zusammengehören. Das ist auch nicht gut. Sagen wir das einfach mal so. Jetzt wickelt der sein Tentakel aber irgendwie... Naja, ist egal. So genau müssen wir es jetzt nicht nehmen. Ist schon in Ordnung. Er kriegt jetzt vielleicht noch so eine helle Unterseite. Ja, das ist wieder... Das ist wirklich schwierig. Er macht echt Verbindungen, die man so nicht haben will. Weil ich meine, was ist denn das jetzt? Warum ist denn das so super dick da? Das soll gar nicht so sein. Dann lassen wir das vielleicht mit der Unterseite. Machen lieber wieder so geschwungen. Das sah besser aus. Okay, das lassen wir jetzt erstmal so. Das ist jetzt erstmal das Landsquid Birdrider Bild. Würde ich sagen. Das ist schon in Ordnung so. Machen wir jetzt noch einen schönen Hintergrund. Tada! Und jetzt machen wir noch Happy Little Clouds natürlich. Oh, das sieht aus wie ein Herz. Das war gar keine Absicht. Das lassen wir. Das ist ja super. Das ist zu viel. Die Wolke muss weg. Ich hasse die Wolke. Bringt diese Wolke hier raus. So, machen wir noch ein paar dunkelgrüne Pixel, damit die Wiese nicht so eintönig aussieht. So, hellgrüne dann, ne? Guck von mir aus. Ah, warte, Blumen machen wir. Ja. Blumen sehen irgendwie aus wie eine Raute. Vielleicht machen wir keine Blumen. Oder ich versuch's mal. Besser? Ja, interessante Blumen. Warum nicht? Machen wir die halt so. Das fügt der Filter ganz schön zusammen dann eigentlich. Und wenn ich vielleicht... Nee, das geht nicht. Wirklich komisch. Aber ich glaube, wenn man sich daran gewöhnt hat, wie der komische Zusammenmorph-Filter funktioniert, ist das vielleicht ganz cool sogar. Okay. Wunderschön. Fertig. Herz ist total drüber. Das geht gar nicht. Was? Zu viel? Schade, dass man den Filter nicht ausschalten kann. Teilweise schon. Weil wenn ich jetzt dran denke, ich hätte nämlich schon Bock, so Retro-Mega Man und Link und Mario-Gemälde zu machen, sehen die wahrscheinlich teilweise echt weird aus, oder? Interessant. Aber ich glaube wirklich, wenn man da ein Gefühl dafür hat, kann man sogar echt coole Sachen machen. Na gut, lassen wir es so. Ich find's gut. Ich meine, das kriegt noch ein bisschen Feinschliff, glaube ich. Zum Beispiel wird hier zwischen den Tentakeln noch ein bisschen Himmel eingefügt. Grüner Himmel, weil die Tentakel so stinken. Nee, Quatsch, so. Aber grundsätzlich mit ein bisschen Feinschliff könnte das noch schön werden. Ach, shit, guck, der macht uns hier oben das Schwert kaputt. Der trennt hier das Schwert ab. Müsste das Schwert irgendwie viel dicker machen oder so, weil sonst... Findet er das nicht gut, weil er da den Himmel irgendwie bevorzugt. Warum eigentlich? Bevorzugt doch das Schwert bitte. Ich hätte gern das Schwert und nicht den Himmel als Linie hier. Ah ja, so sieht's komischerweise irgendwie nicht so... Okay, keine Ahnung. Es ist komisch. Es passt schon. Man kann es auch anziehen, wenn man will. Interessantes. Ich glaube, das sollte ich im Shop als Fanshirt anbieten, oder? Oder als Gesichtsbemalung, auch sehr interessant. Nee, aber als Gemälde, so will ich das jetzt, so stelle ich das jetzt irgendwo auf. Okay, fertig. Hätten wir das auch noch gemacht. Naja. Wunderschön.
So. Cool. Ich glaube, ich wollte irgendwas anderes machen, oder? Wollte ich was kaufen oder so? Bin mir nicht mehr sicher, aber es ist schon in Ordnung. Leider ist mein Haus so voll, dass es da nicht mehr reinpasst. Ich muss es, glaube ich, hier irgendwo aufstellen. Hier platzieren Gemälde. Tada! Ah! Manchmal machen wir noch ein stolzes Bild mit unserer Schöpfung. Schade, ich würde es so gerne irgendwelche Emotes hier machen. Das wäre so cool. Aber leider geht das anscheinend noch nicht. Ah, ich will gern keinen haben. Ja. Mit Rahmen, Filmrahmen, Datum und Uhrzeit. Datum. Datumrahmen und... Achso, okay. Machen wir es so. Kann ich gleich nochmal... Ah ja, genau. Das sind die Kameras. Wunderschön. Okay. Cool. Na dann. Würde ich sagen, speichern und beenden. Puh, unser erster Ausflug auf unsere niedliche kleine Insel ist jetzt zu Ende. Hat jetzt eh fast 4 Stunden. Meine Güte, wirklich. Haben wir so lange jetzt Pixelzeichnungen gemacht. Krass. Hui. Cool. Das finde ich schon mal gut. Nur noch 20 Stunden vor uns und eine Viertelte. Wunderbar. Na schön. Dann machen wir jetzt folgendermaßen Folgendes. Und zwar werden wir jetzt, glaube ich, eine kurze Pause machen. 5 Minuten Pause oder sowas. Heute Morgen habe ich auch 4 Stunden nur einmal Animal Crossing gestreamt. Ja, anscheinend ist 4 Stunden die perfekte Dosis für eine Partie Animal Crossing. Oder so. Machen wir eine kurze Pause. Und danach fangen wir mit irgendeinem anderen Spiel an. Ich kann es noch nicht sagen, weil ich weiß selber noch nicht genau welches. Ich werde jetzt dann mal kurz durchschauen, was ich noch so im Angebot habe und suche mir dann spontan was aus, auf das ich gerade Bock habe. Vielleicht nur was ganz Kurzes, Kleines für zwischendurch und dann geht es schon weiter zum nächsten. Oder was Größeres, ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall bin ich gleich wieder da. Ich mache jetzt Pausenmusik an und den Pausenbildschirm. Dann gibt es aber einen Cut. Da fällt der Stream kurz aus und dann geht's wieder weiter. Das gehört so. Also nicht erschrecken. Puh. Katzenhaar. Nicht wundern, wenn plötzlich der Stream weg ist. Das ist gewollt. Na dann. Bis gleich.